Und ich unterbreche nun die Sitzung zum Aufruf der Kurzdebatte. Bis 15 Uhr. Die Sitzung ist jetzt für wenige Minuten unterbrochen bis 15 Uhr, denn dann startet eine kurze Debatte. Thema ist die Beantwortung einer SPÖ-Anfrage an Sozialministerin Beate Hartinger-Klein von der FPÖ. Sie hat bereits auf der Regierungsbank Platz genommen. Die Anfrage dreht sich um die Finanzpolizei, deren Aufgabenbereich unter anderem die Feststellung illegal beschäftigter Arbeitnehmer und die Überwachung von Sozialversicherungsbetrug umfasst. So möchte die SPÖ vom Sozialministerium etwa wissen, warum sich trotz des enorm gestiegenen Arbeitsaufwands der Personalstand der Finanzpolizei negativ entwickle und wie viele Scheinunternehmen und dort angestellte Arbeitnehmer in den letzten Jahren festgestellt wurden. Die Antwort von Beate Hartinger-Klein auf diese SPÖ-Anfrage wird nun gleich im Plenum debattiert. Es sind insgesamt 17 Fragen. Einige der Fragen wurden nicht beantwortet. Die Sozialministerin weist darauf hin, dass jene Fragen in den Zuständigkeitsbereich des Finanzministers fallen. Ich darf die unterbrochene Sitzung wieder aufnehmen und wir gelangen zur kurzen Debatte über die Anfragebeantwortung des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz mit Ordnungszahl 342 AB. Die erwähnte Anfragebeantwortung ist bereits verteilt worden, sodass sich eine Verlesung durch den Schriftführer erübrigt. Wir dürfen in die Debatte eingehen. Ich darf darauf aufmerksam machen, dass gemäß § 57a Absatz 1 der Geschäftsordnung kein Redner länger als 5 Minuten sprechen darf, wobei dem Erstredner zur Begründung eine Redezeit von 10 Minuten zukommt. Stellungnahmen von Mitgliedern der Bundesregierung oder zum Wort gemeldeten Staatssekretären sollen ebenfalls nicht länger als 10 Minuten dauern.